Wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Und ob ich helfen kann oder nicht, das werden wir gleich sehen. Ich bin übrigens Rotmac, wer es noch nicht geahnt hat. Ja, und wir sind hier zurück, wie gesagt, in Sanctuary Hills. Und ja, wir machen weiter mit Hauptstory, würde ich sagen. Wir haben hier wieder ein paar Quests in unserem Questlog. Und zwar aus ihrer Mitte finde Dr. Lee für die Bruderschaft. Das machen wir mal. Mal schauen dann, ob die überhaupt mit will, zurück zur Bruderschaft oder nicht. Dann haben wir vor dem Zaun, beschaffe das Netzwerkscanner-Holoband zurück. Das heißt, wir sprechen mal mit Sturge und schauen mal, ob er uns das geben will. Und wenn nicht, dann nehmen wir das nicht, weil wir sind pro Minuteman, wenn es darum geht, uns zu entscheiden zwischen Minuteman und Bruderschaft. Zumindest bin ich das. Ob ihr das seid, es ist, bleibt dahingestellt, aber ich bin es. Dann hier, kehre zu Vater zurück. Wir haben seinen abtrünnigen Synth zurückgeholt. Da müssen wir natürlich zurückgehen. Mila, nee, der Rest ist wieder so Daily Business. Also gut, wir suchen erstmal Starch. Ganz einfache Arbeitsteilung. Okay, wo ist der gute Mann? Ist der noch unten? Nee, ich denke nicht. Hancock ist am Wüten im Garten. Das gefällt mir. Ja? Hancock wütet im Garten rum. Geil. So, wo ist denn... Da, Sturge. Ich bin gerade beschäftigt. Nein, bist du nicht. Sturges, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Institutsdaten? Das brauche ich wieder. Ach ja? Wieso? Was hast du vor? Stell eine Bruderschaft. Ich sag gerade die Wahrheit, weil ich lüge die Minutemen nicht an. Das sind Brüder und Schwestern im Herzen. Deshalb bleiben wir bei der Wahrheit. Ich arbeite da an was für die stählerne Bruderschaft. Die wollen sich die Daten aus dem Institut mal ansehen. Hm, die Bruderschaft, was? Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ja, bitte. Ich habe mir schon eine Kopie gezogen. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ui, gibt's Probleme? Was ist das? Wo ist das Problem, Mädchen? Gibt es irgendwelche Probleme? Wir haben eine Menge Probleme mit einer Raider-Gruppe. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Meinst du, du kannst sie überreden, uns in Ruhe zu lassen? Natürlich. Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, wirklich? Danke. Ich weiß nicht, wie wir sonst mit ihnen hätten fertig werden sollen. Was gibt's? Na, dafür sind wir ja da. Dickichtausgrabungen, da waren wir auch schon ein paar Mal und haben das Ding gesäubert. Machen wir aber später dann mal. Ja, ich habe das Holoband. Das heißt, ich kann zur Bruderschaft damit. Erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich doch bin verdammt erfolgreich. Ja, bevor wir zur Bruderschaft gehen, gehen wir zurück zu Fatih. Unserer super Konstruktion, die wir hier aufgezogen haben. Ich will back zu Papa. Beziehungsweise nicht Papa, sondern dem Sohn. Ich sag dem immer Vater, weil er ist halt einfach älter. Wie komme ich denn jetzt zurück? Hallo? Wie kann ich denn jetzt alleine... Hey. Kann ich denn nicht allein? Doch, ich soll doch irgendwie, sollte ich doch da reinkommen jetzt wieder ins Institut. Nee, Doc Meat muss nicht untersuchen. Sag mal, bin ich jetzt von allen guten Geistern verlassen? Ich müsste doch irgendwie... Wie zum Geier komme ich zurück? Moment. Da hier, kehre zu Vater zurück. Nicht unser Vater, wie gesagt. Wie geht denn? Muss ich dazu... Muss ich hier hin? Das Institut. Okay, ich muss dann dahin. Dann gehen wir doch trotzdem noch kurz zur Bruderschaft. Auf die Priden. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Priden? Das Wrack? Nein, hier ist sie. Gut, gehen wir dann noch kurz rauf. Geben das Holoband ab. Dann gehen wir ins Institut. Wie vorgehabt. Ich will die Horror-Story. Ich will die Hauptstory weitertreiben. Ich bin gespannt, wie lange das noch gehen wird hier. Ich denke, allzu lange nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Hauptstory ist bald mal zu Ende. Aber ich will noch wissen, ist jetzt schon wirklich ein Guter, ist schon ein Schweinehund, ist schon überhaupt schon... Und ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, weil sagen kann das jeder. Sagen kann jeder, dass er mein Sohn ist und älter ist als ich jetzt, weil, ne, Eis und eingefroren und hast du nicht gesehen.
So, das Holoband. Wem muss ich das Holoband denn bringen? Hallo? Wird da mir nicht angezeigt? Ingram? Die ist wahrscheinlich oben. Gehen wir davon aus, dass die oben ist. Ingram, ich hab dir was mitgebracht. Schau's dir an. Beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Dokumente historischer, technologischer oder sozialer Natur unverzüglich bei Proctor Quinlan abgegeben werden sollten. Und ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich hab keine Ahnung, welche Decks wo sind. Das ist immer das Gleiche hier. Nee, da muss ich sicherlich nicht hin. Ich denke, das war weiter unten, oder nicht? Hier sind so ein paar Dinger, ein paar Betten. Wo ist denn das Zeugs? Das sah doch total anders aus. Da unten, oder? Ja, ich glaube, da unten und dann hier durch. Ich weiß nicht, was das Protokoll zu unten auf der Prinzip sagt. Was ist mit dem Ton los hier? Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Ja, was ist denn mit dem Ton los hier? Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme nicht drauf, das knistert so. Aber ich denke, das ist schon vom Spiel her. Seltsam. Und ich weiß immer noch nicht. Feuer aus allen Rohren angehen. Ein schneller Weg ins Grab. Alter, wohin muss ich denn? Wo? 40 Meter, oder gehe ich da wieder raus? Zum Ausgang. Ich will nicht zum Ausgang. Ich will das Holoband abgeben. Mann, sag mal kurz, wie heißt denn der? Oder die Ingram? Proctor Ingram. Wo war denn sie nochmal? War die nicht hier? Ne, das ist der Typ mit der Katze, die steht auch seit Jahren da drauf. Dann hatten wir, irgendwo hatten wir die Supermutantenrüstungen. Supermutantenrüstungen, hier diese Rüstungen. War die nicht hier? War Ingram nicht hier? Retter. Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir halt der Markierung entlang. Keine Ahnung, ich habe wieder völlig den Durchblick verloren. Einmal runter. Wo ist denn die Gute? Das ist ja nur Max. Ja, ja, ich will nicht maxen. Hä? Flugdeck? Ist sie draußen? Nee, das kann ja nicht sein, oder? Bin ich denn völlig bescheuert, oder? Aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Ja, freue mich auch, dass wir da draußen was erreichen können. Das finde ich super. Dufte. Das zeigt mir nur an. Alter! Wo ist denn dieser verdammte Maxen? Nicht Maxen. Ingram! Ja, komm. Proctor Ingram. Ich nehme die mal alle raus. So. Zeig mir trotzdem hier an. Ich soll da rein. Was sagt denn die Karte? Ah, die ist am Flughafen. Okay, gehe ich mal runter. War ich so völlig falsch gewickelt? Ist die wirklich im Flughafen unten? Na, kann gut sein. Dann waren wir jetzt auf der Priden für nix. Bisschen die Aussicht genossen. So. Da ist mal nix. Ja, wilde Ghule sind jetzt nicht mein Thema. Hier ist sie ja. Was machst du da unten, Madame? Proctor. Ich habe ein Holoband mit einem vollständigen Scan des Institutsnetzwerks gefunden. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen wird. Ja, überrascht, dass ich noch lebe? Du hattest nicht erwartet, dass ich das überlebe? Ein Gerät wie der Signalfänger geht weit über meinen Horizont hinaus. Ich hatte gehofft, dass du es schaffst, aber es fällt mir schwer, auf Technologie zu vertrauen, die ich nicht verstehe. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe.
Ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Na, bei dem war ich gerade. Hättest mir auch sagen können, gib's einfach ihm direkt. Was willst du finden? Was hoffst du darauf zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben. In der Zwischenzeit solltest du deine Aufgabe erfüllen, Dr. Lee zu rekrutieren. Wenn ich mich nicht irre, hat dir ältester Maxon alle nötigen Einzelheiten erklärt. Viel Glück, Ritter. Ja, nee, es ist schon klar. Weißt du, was wir gefunden haben. Nicht wir haben es gefunden, Mädchen. Ich hab das Ding gefunden. Und runtergeladen. Naja. Mir egal, wir gehen jetzt hier zurück. Und zwar zum Institut. Auf zum Institut. Wo ist es denn? Wo ist dieses Institut? Wer hat gesagt, dieses Institut sei hier? Ich hab wieder keine Ahnung. Alter, nein. Da ist eine Powerrüstung, aber ich will nicht die Powerrüstung, ich will das Institut finden. Da. Das Institut. Reingereist. Und dann schauen wir mal, was Sean uns zu sagen hat. Ein kleines Dankeschön wäre angebracht. Mindestens ein Dankeschön. Vielleicht auch eine Uber-Superwaffe oder ein Rollator für unseren Dogmeat oder irgendwas so. Irgendwas Spezielles. Oder er sagt uns dann, ha, ich bin gar nicht Sean, ich bin Jacques Chirac. Keine Ahnung. Das ist ja gut, das ist ja schön, aber ich muss jetzt rauf irgendwie. Muss ich hier rein und komme ich dann von hier aus. Was hast du gefunden, Dogmeat? Was hast du gefunden? Hm? Was denn? Schau mich nicht an. Was hast du gefunden? Da drin was? Gehen wir ganz kurz reinschauen. Schrottpatrone. Stimpaks 2. Sehr gut. Das soll schon reichen. Frage ich mich gerade, ob ich da rein muss. Oder ob ich das... Oder einfach hier. Das Institut zeigt es mir an hier. Aber jetzt bin ich quasi... Genau, auf den Punkt. Alter, wie komme ich zurück ins Institut? Das darf ja nicht wahr sein. In die Rotunde? Das habe ich mir gar nicht überlegt, wie ich eigentlich zurückkomme. Ich weiß, ich darf zurück. Aber wie ich das bewerkstellige, das weiß ich gar nicht. Also da gibt's eigentlich nichts. Wieder raus. Ach du Scheiße. Diese Folge steht unter dem Thema, wie komme ich da rein? Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Das muss ja irgendwie hier... Ach, komm schon. Ich habe ja irgendwo auch eine Tür gefunden. Aber ich weiß nicht mehr, wo die dann hingeführt hat. Hallo? Muss ich irgendwas benutzen hier? Artillerie? Nein. Hallo? Wie komme ich denn... Moment. Ich muss mal mein Inventar anschauen. Diverses. Ist es irgendwo hier vielleicht? Ja, aber da habe ich ja tausend Sachen, bis ich das gefunden hätte. Nee. Ich schau mal bei I, bei Institut, vielleicht finde ich da was. Nein. Das darf nicht wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurück in das Institut komme. Das ist ja Wahnsinn. Geh zu Vater zurück. Ja, wie denn?
Hier vielleicht irgendwie. Es gab ja Türen, die in die Außenwelt gingen. Geführt haben. Aber ich habe... Ich weiß nicht mehr, wohin. Muss ich... Ah, das Radio vielleicht anmachen. Signal verloren. Welches Signal habe ich denn hier? Klassisches Radio. Und jetzt werde ich geblitzflasht. Ich stehe hier auf der... Wahrscheinlich stehe ich gerade hier wie ein Idiot. Wie ein richtiger Idiot mit klassischer Musik im Hintergrund. Hat das Gefühl, mich flasht es jetzt dann gleich. Aber da passiert nichts. Das darf nicht wahr sein. Außer Gema kommt und haut mir aufs Maul wahrscheinlich. Das ist ja Wahnsinn. Radio Freedom? Nein. Militärfrequenz? Nein. Aber das Radio, das... der auch nicht funktioniert. Was muss ich denn machen? Da muss ich mit dem klassischen Radio da rein. Ich weiß es nicht. Wie komme ich da rein? Fatih, hol mich mal wieder ab hier. Ist ja schön beruhigend, die Musik, aber ich will ins Institut. Das Institut. Alter Falter, das ist ja wirklich unglaublich. Aber da ist nichts. Die Musik ist ein bisschen psycho. Hier, in der Rotunda. Party. Da können wir auch raus ins Commonwealth. Ich drehe durch. Eine halbe Stunde. Wir haben nichts gemacht. Wirklich nichts. Ich werde mir das im Internet anschauen müssen. Dieses Internet. Da gibt es sicher Daten. Das ist Wahnsinn. Vater! Ich finde nicht mehr nach Hause. Was bist denn du für ein übler Junge? Überlebenskünstler, weißt du? Hier kein Problem. Aber dann... Alter. Hallo? Holt mich jemand ab oder so? Das darf nicht wahr sein. Also gut, Freunde, wir machen das anders. Ich stelle das Radio mal aus. So. Wir haben noch etwas über 10 Minuten und da ich nicht weiß, wie ich ins Institut komme, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Ich werde das dann mal googeln müssen. Aber bis dahin machen wir halt hier die Quest, die wir gekriegt haben. Alter. Hier. Sanctuary Hills vor den Raidern schützen. Ausgrabungsstätte. Gehen wir halt hier ein bisschen metzeln. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich hatte eigentlich vor, in dieser Folge weiterzumachen. Aber wenn der doofe Robmeck nicht weiß, wo man reinkommt. Ja. Dann bist du selber schuld, Rotti. Dann gehst du jetzt eben halt Menschen töten. Alles kannst du nicht haben. So, dann machen wir das hier. Aber wir werden zumindest die Ausgrabungsstätte... Nein, ich mache keine Witze. Es hört sich vielleicht an wie ein Witz, aber es ist keiner. Oi. Na gut, die machen mir wahrscheinlich auch nicht so viel. Ducken, schießen. Nicht tot? Wieso bist du nicht tot? Komm mal raus. Okay, wir stürmen das Ding. Ich habe hier keinen Bock, hier lange rumzuwackeln. Du hast gar nichts gefunden. Nein. Stimpak. Ah, Dobby, gut gemacht. Wir nehmen einfach nur die Munition und Stimpaks und was wir halt einfach so brauchen mit.
Aber da die ganze Rüstung, ich denke, das ist zu schwach von denen. Da müssen wir uns gar nicht damit auseinandersetzen. Ist auch noch einer. Dogmeat schlägt ihn zu Boden, dann kann ich ihn nicht mehr erschießen. Auch gut. So. Schlagring. Oh, Kronkorken. Oh, Munition. Abwachser Putzmittel. So. Aber so viel hat sie hier gar nicht. So viele Raiders sind das hier gar nicht. Oder kommen da noch? Da haben wir alles ausgepumpt. Da unten hat es Mylurks. Okay. Das ist ja nur so, weil wir hier was daran gemacht haben. Es hat immer mehr ausgepumpt hier. Bis zum... Ja, bis zum ganz, ganz Ende. Ganz unten. Ja. Alles klar, da oben ist wahrscheinlich noch einer. Gehen wir mal da rauf schauen. Ein bisschen Tempo Teufel hier. Das mit dem Institut ist ja echt ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Aber zum Glück gibt es das Internet. Und irgendwelche Leute, die da ein bisschen besser dran sind als ich. Die meisten haben es wahrscheinlich auch schon durchgespielt. Ich eidle hier immer noch irgendwo rum und suche nach Antworten. Wo ist denn der Typ? Da unten ist einer. Der trifft aber auch gar nichts. Bams, ein Schuss, ein Treffer. So, aufgestanden. Wir gehen da wieder runter. Wir müssen nur das... Ah, da oben hat es noch einen. Der eine. Das war sie. War ein guter Treffer. Darf man auch mal sagen. Wo denn? Ah, hier. Ich warte noch auf einen Legendären. Da gibt es sicherlich noch einen Legendary. So ein Boss, ein Anführer von dieser Gruppe hier. Müsste ja fast. Da drüben. Oh, der will nicht. Wieso willst du denn nicht? Leg doch hin. Leg dich doch hin. So ein schöner Tag. So. Gehen wir da runter. 40 Meter nach unten und dann sollte es eigentlich schon gewesen sein. Na, wenn es weiter nichts ist. Hier. Den Hammer. Bisschen Munition einsammeln. Das kann nicht schaden, weil Munition ist wieder ein bisschen Mangelware geworden bei mir. Na komm, machen wir das so. Gute alte Handarbeit. Da ist auch noch so ein Hund. Oh, da hast du eine geile Maske auf. Dogmeat, willst du so eine Maske? Hundehelm. Dogmeat kriegt einen Hundehelm. Geil. Machen wir gleich. Erst aber hier mal runter. Und noch ein Stimpack reinhauen. Ergib dich. Was bist denn du für ein Komiker? So. Schmutziges Wasser. Aha. Und hier drüben. Ich muss irgendwie runter. Ich glaube, da drüben ist so ein Aufzug, ne? Mit der Granate. Chat. Oh, und Munition. Jede Menge Munition. Sehr schön. Wer schießt denn hier so? So irre. Ist nicht ganz dicht. Da drüben haben wir noch ein paar Kollegen. Oh, da sind wirklich noch ein paar Kollegen. Nicht mal wenig. Tack, 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 tack. Eins. Ja, dich auch. Wo ist er noch? Da ist auch noch einer. Und ich sag noch, da hat's nicht viel. Oh, ich treff gar nichts. Alter, komm hier. Wo? Oh. So, aber das hat man schon 100 Mal gesäubert. Hier habe ich das Gefühl. Ist auch immer das Gleiche. Hier, Molotov. Sehr gut.
Wirst du wohl meinen schönen Rotmack, der kriegt gleich, Rotmack, Dogmeat sein lassen. Der kriegt gleich einen Helm aufgesetzt. Kann ich hier nicht rauf? Komm, ich will hier. So. Geht doch. Ofenhandschuh lasse ich mal. So, Dogmeat. Komm mit. Ich gebe dir den Helm später. Erstmal da runter. Da hat es noch ein paar von den Schweinepriestern. Alter. Einen Meter vor mir und ich treffe ihn nicht. So. Super. Runter hier. Da unten sollte auch noch einer sein. Ja, da drüben. Wenn wir den haben, ist wahrscheinlich dann Ende. Komm hier. Bams. Stimpak, nukleares Material und auch mitnehmen. Was bist denn du für einer? Oder für eine? Du siehst ja witzig aus mit deinem Käfig um Kopf. So. Abgeschlossen. Berichte an den Siedlern davon. Sehr gut. Das werden wir machen. Erstmal noch ganz kurz hier unten. Das nehme ich jetzt mal mit. Nee, da will ich nichts. Da waren noch Meyer Lurks, genau. Die will ich mir auch noch vorknöpfen. Wir haben Fleisch. Wir haben was kochen. So, und du auch. Und dann werde ich mir kurz 10 Minuten Zeit nehmen zwischen dieser und der nächsten Aufnahme und werde mir reinziehen, wie wir ins Institut kommen. Damit wir in der nächsten Folge dann auch wirklich da hinkommen. Was? Von... Geht doch. Versperrt, so ein Scheiß. Da hat es noch mehr Meyer Lurks. Die kämen wir auch noch gleich mal. Oh, ein Legendary. Oh, oh. Mach das Ding auf. Scheiße. Scheiße, ich bin eingesperrt. Boah. Eins. Na komm. Komm, mach den Mund auf. Bist mein Zahnarzt hier. Mach schön. Ah. Mach die Schale auf. Du bist immer so versteckt in deiner Schale. Du sollst Gefühle zeigen. Du und deine harte Schale. Komm. So. Nudelholz. Wie geil. Das ist Nudelholz. What the fuck. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden. Und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Na ja. Geht so. Das Fleisch ist interessant. Und dann porten wir uns zurück nach Sanctuary Hills, geben noch kurz Bescheid. Und dann wird diese Folge vielleicht ein bisschen kürzer. Soll aber auch nicht schlimm sein. Denn wir wollen jetzt unbedingt weiter ins Institut. Und da werde ich mir jetzt dann anschauen, wie wir da hinkommen. Das ist schon übel. Was haben wir da jetzt? 20 Minuten verplempert, ohne zu wissen, wie wir da reinkommen. Mann, oh Mann. Kann auch nur mir passieren. Ich glaube, es ist bestimmt irgendwas, was schon mal gesagt wurde. Aber der gute Rotmack hat wieder nicht zugehört. So. Also, hört mal zu. Hört mal zu, Leute. Ich habe euch was zu sagen. Ich habe euch befreit, Hast Mädchen. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja, natürlich. Hallo. Ich will dir eine Antwort geben. Mal die Waffe weg vielleicht, ne? Na du? Hm? Wackelt? Nein. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Sehr gut, 98 Kronkorken. Danke dafür. Raider-Probleme bei Sanctuary Hills gelöst. So, also. Ja, ich werde mich jetzt hier noch ein paar Sachen kümmern. Ich werde Dogmeat neu einkleiden vielleicht. Mal schauen, wie die Maske aussieht. Und komm, jetzt machen wir doch noch zusammen die Maske. Wir haben ja noch eine Minute. Wenn das beschissen aussieht, lasse ich es dann auch sein. Mal schauen. Hundehelm. Dogmeat, zieh das Ding an. Stachelmaul oder Hundehelm? Lass mal. Dogmeat, schau mich an. Dogmeat, schau mich. Hallo. Ey, komm her. Dogmeat, komm her.
Ja, brav, Aaron, komm. Ein einfaches Leben ist das nicht. Tommy, komm her, ich will dich bewundern. Bleib mal stehen. Bleiben. Warte da. Du solltest dranbleiben. Deine Instinkte scheinen ziemlich gut zu sein. Naja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der Maulkorb sah besser aus, ne? Das sieht so ein bisschen robomäßig aus. Okay, wir geben ihm... Er soll noch mal den Stachelmaulkorb anziehen. Das sieht doch irgendwie fresher aus, ne? Ja, den Hunderhelm, den lasse ich mal in seinem Inventar. Nee, komm, nehme ich zurück. Das Zeug verkaufe ich. Passt schon. Sieht auch viel schicker aus, so, ne? Sieht man doch die Brille richtig, die Fliegerbrille. Tipptopp. Gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass wir nicht ins Institut gekommen sind. Ich verspreche es. Ich verspreche es hoch und heilig. Beim nächsten Mal werden wir ins Institut kommen. Bams. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmack. Ciao. Es gibt nichts Besseres, als im Einsatz zu sein.